Oh, das wird lustig. Juhu! Haha! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Part 93. Zum letzten Mal, da haben wir hier uns diverse Tunnel angesehen und hier noch ein paar Gegner besiegt. Und wieder eine Thermalquelle entdeckt, ja, und wieder ein bisschen Lorenspaß war natürlich auch mit dabei, ne? Klar. Warum auch nicht? So, jetzt apropos Lorenspaß, jetzt sind uns die Loren hier abhanden gekommen. Und das sieht nach einem sehr langen Weg aus. Ich glaube, da lohnt es sich eher nochmal zurückzugehen. Um nochmal einer Lore habhaft zu werden, damit wir hier vorankommen. Ne? Also, zu Fuß möchte ich mir hier den Weg nicht geben. Denn die Loren hat es ja hier nicht umsonst. Ne? Also so viel dazu. Na, hier waren überall die Lavaströme, ne? Wie sie sich ergossen haben. Ah, genau, hier waren die doch, wa? Oh Gott, ist schon wieder. Ah, wird gleich wieder Tag, das ist schön. Ach, den. Hä? Den hätte ich übersehen beim letzten Mal. Achso, da bin ich scheinbar mit der Lore vorbeigeheizt. Ja, das ist der Nachteil dabei, ne? Ist ja komisch, dass ich den nicht gesehen habe. Und auch das habe ich übersehen. Was ist denn hier drin? Ein Lenkmodul und eine Rakete. Was passiert, wenn ich das Lenkmodul auf die Rakete setze? Kann man das? Ich probiere das einfach mal aus. Ne? Ich muss einfach mal austesten. Wäre witzig. Naja, so war das nicht gedacht. Hol ihn mal da raus aus der Senke. Da ist ja noch eine Rakete. Nee, hat schon einen Stein. Moment. Erstmal gucken, wo ich hin muss mit dem. Wo ich den hinbringen muss. Kann mir ja nicht vorstellen. Jo, die sagen mal dasselbe. Was für ein Klammerchen. Da hinten, okay. Gut, okay. Wir müssen einfach nur gerade ausfahren. Ah, alles klar. Machen wir mal, kleiner Kumpel. Na, bald 80 zu sammeln. Diesen Samen, Krux-Samen. So, Moment. Ich probiere das einfach mal aus jetzt. Weil ich den damit draufsetzen kann und dann das wird ein bisschen eng, ne? Wäre lustig, wenn das klappt. Ich glaube, ich brauche da so eine Art Abschussrampe. Oder? Na, hier sind mir die ganzen Fahrzeuge rumstehen. Warum sind denn hier so viel? Hier ist ja noch was. Ey, was habe ich denn alles übersehen beim letzten Mal? Scheinbar war es zu dunkel, ne? Gut, da hätten wir eine Rampe, aber... Ja, komm mal her, Junoro. Normal. Neuer Versuch. Ah, hier sind auch nochmal... Okay, ein Rad und ein Ventilator. Brauche ich das? Die Rakete jetzt, oh Gott. Ach da. Wollte ich jetzt mal ausprobieren. Vielleicht kommt man dann, man soll... Ah, okay. Oder? Man soll damit da hin, oder wie? Aber das ist nicht da. Brauche ich nur eine Batterie oder so. Das ist zu weit weg alles. Ah, das bringt hier nichts. Gut, egal, ich teste einfach mal aus. Ich muss erstmal gerade irgendwie versuchen hinzustellen. Sonst wird das eine kurze Reise. Mal sehen. Ich würde mal an den Gleisen platzieren. Ich will es hier nur mal austesten, ne? Mehr will ich gar nicht machen. Sagt er und testet und landet im Graben irgendwo. Hier wird. Ja, die Gleise halten nicht. Ja, erstaunlich gut zu. Geil, klappt! Okay, hat funktioniert. Also besser als gedacht. Aber hält halt nur kurz vor die Rakete, ne? Ist klar. Aber je mehr Batteriepower man hat, desto länger hält die, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht, ob das davon abhängig ist.
Vielleicht auch nicht. Der Draht rollt da selbstständig, okay. War wohl der Wind. So, jetzt holen wir uns erstmal eine Lore hier. Wo ist denn der, dem wir geholfen haben beim letzten Mal eigentlich? Aber wir haben auch ein Auto. Ich glaube, eine Lore bringt hier mehr, oder? Ja. Die hat natürlich keinen Ventilator. Aber hier gibt es ja eh noch. Ja, da ist ja gleich einer. Ah, nehmen wir den. Ist ja genial, hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Die Rakete. Das ist ja irre. Ja, fahren wir mal zu dem kleinen Kerl. Da kann ich jetzt schon stoppen eigentlich. Boah, wie weit fährt die? Habt ihr gestoppt? Fährt einfach weiter. Verdammt. Bleib stehen! Also das ist doof, dass die Loren keine Bremse haben. Na gut. Ne, jetzt macht ja auch keinen Sinn, vorne und hinten einen Ventilator anzubringen, ne? Ja, ich will dich auch hinbringen, aber die Lore da, die fährt selbstständig einfach immer weiter. Scheiße. Ach nee, das ist ja doof. Nee, komm. Das ist ja Quatsch. Der jetzt hinterher zu rennen, hätte gleich zu Fuß gehen können. Nehmen wir uns hier einfach eine neue. Ja? Ja. Donnerwetter, ey. Da kann man richtig Energie sparen, ne? Einfach kurz Schwung geben und schon fährt das Ding los. Echt verrückt. Ja, da ist ein Ventilator auf jeden Fall. Ihr habt jetzt zum Glück genug Loren hier vorrätig. Ach, dem haben wir geholfen, oder? War das der? Der hatte doch irgendwas Blaues an, glaube ich, oder? Oder irre ich mich? Egal, Leute. Gut, nochmal montieren. Ja, das soll wohl noch, also das, soweit habe ich mich, oder wohl ich schon gespoilert. Es gibt da wohl noch ein Modul oder ein Feature, mit dem man dann automatisch Gegenstände zusammenbauen kann. Also man nicht extra dieses Friemlige, zum Beispiel wenn man schon irgendwas zusammengebaut hat, darauf kann man dann immer wieder zurückgreifen. Ne? Also das ist sehr wünschenswert, sehr erstrebenswert, das zu bekommen überhaupt erstmal, ne? Aber wahrscheinlich müssen wir dazu irgendwelche Nebenquests machen. Aber ich weiß natürlich nicht welche. Also das, soweit wurde ich da nicht gespoilert zum Glück. Das muss ich selber rausfinden, will ich auch. So, okay. Uff, ja. Bist du zu deinem Freund oder nicht? Haja! Nicht, dass wir wieder unterwegs was übersehen, ja. Und welche wertvollen Truhen und dergleichen mehr. Jetzt kommen wir jetzt mal voran. Ich glaube, ich kann jetzt schon wieder bremsen, richtig? Und die Lore muss ich dann... Ja. Nein. Stopp. Ey, man kann echt nicht bremsen. Was ist das für ein Mist? Fährt einfach immer weiter. Guck dir das an. Es gäbe es hier keine Schwerkraft. Ah, Gegner. Ja, ich will auch, ja, ich will ja dich da hinbringen, aber. Super. Oh, was war das für eine Sprengung gerade? Das war ich nicht, oder? So laut angehört. Ah, hier sind noch mehr Loren. Wunderbar. Ich kann gleich wieder zurückfahren. Ey, das ist ja ätzend hier. Die fährt immer weiter. Du kannst hier nicht bremsen. Okay. Zurückdrehen kann ich, ja, stimmt. Hm. Ja. Scheiße. Scheiße, jetzt fährt er weg hier. Scheiße. Ah, der fährt er nochmal weiter. Ey, das ist doch ätzend. Also die sind nutzlos, die Loren. Wenn die keine Bremse haben, und ich weiß, Loren hatten eine Bremse damals. So, hier ist... Ach, scheiße, ey, der fährt immer weiter. Der fährt und fährt und fährt. Muss doch hinterher rennen. Ist da mal ein Stopp irgendwo? Na gut, da hoch kann er doch nicht fahren, oder? Ach so, nee, das ist...
Dann müsst ihr die Weiche stellen. Na, der fährt immer weiter, der fährt und fährt und fährt. Scheiße, Leute, ey. Und so schnell auch, ja, das wird nicht langsamer. Als ob da quasi keine Schwerkraft gelten, ja, gut. Also so oft ich die Physik auch gelobt habe, aber hier spinnt sie ein bisschen rum. Klar, Schienenfahrzeuge sind schwer zu bremsen, das weiß man ja, ne. Nicht erfahrungsgemäß, aber, ja, hat ja physikalische Gründe, klar. Aber nicht so schwer, also. Dass sie immer weiterfahren, da würde man ja dermaßen Strom sparen, also allein bei der S-Bahn und so, ne. Da bräuchte ich die nur einmal kurz Schwung geben und nochmal weiterfahren. Ja, da fährt, das fährt, das fährt. Scheiße. Ich glaube nicht, dass der resettet wird, oder? Ich sehe noch nicht mehr. Kann ich jetzt eine andere Lore bauen, um mir hinterher zu fahren? Das ist ein bisschen absurd. Irgendwas bedenke ich wahrscheinlich auch gerade wieder nicht. Der ist einfach weg. Ja, der ist um die Kurve gefahren, deswegen hätte ich ihn jetzt nicht mehr gesehen. Ist denn hier noch eine andere Lore? Hat die denn eine Bremse hier? Das ist der Lorenzug. Das ist ein Lorenzug, ja. Ich muss dem ja irgendwie folgen können. Scheiße, Leute. Das ist einfach weg. Moment, hier. Junobo! Bleibt doch nicht da stehen, Junge. Ja. Komm doch rüber hier. Mit dem komischen Zaun, ja. Na, mach da. Gut. Guter Junge. Ist irgendwo hier in meiner Nähe gefallen. Aber wo? Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Ja, das ist immer das Blöde an den Explosionen. Ah, hier. Bernstein war das sogar. Ich bezweifle, dass es nur einer war. Quatsch. Gut, probieren wir mal mit dem Teil. Ach, da ist noch was, oder? Ah ne, das ist ja so ein Wirbel. Gut. Müssen wir den jagen. Ich glaube, man kann hier um den gesamten Berg fahren, ne? Hier sind überall Monsterlager. Rund um den Todesberg. Verstorben. Oh, was ist das? Oh. Kommt die hinterher wieder? Hä? Ja, spätestens hier hätten sie auch den... Ja, noch eine Lore, ne? Jetzt haben wir Loren hier im Überfluss. Was ist denn der jetzt hingefahren, ey? Ja, ich glaube, der wurde resettet inzwischen, oder? Ach, da ist der Halter wieder. Oh, nee. Nee, dich will ich diesmal nicht sehen. Du nervst einfach nur, Junge. Oh. Da haben sie dich... Ah, hier ist auch noch ein Krog. Okay, noch ein Krog. Na, scheiße, Leute. Wo ist denn der jetzt? Ich wette, der wurde resettet. Weil da jetzt der Berg auf. Aha, die Lore hat sich verlangsamt. Ja, der ist weg. Der wurde resettet, denke ich. Hoffe ich. Wenn nicht, werde ich einfach den Spielstand nochmal neu laden oder so. Also erstmal vorher speichern und dann wird das ja auch oft resettet. Und jetzt sind wir echt einmal im Kreis gefahren. Kann das mal sein? Oder ist das jetzt eine andere Baustelle? Hä? Sehe ich ja nicht mehr durch. Haha, ja. Nee, das ist diese. Stopp. Jetzt halt doch endlich mal an. Jetzt hält's an. Bleib hier jetzt. Ein bisschen komisch angebracht, sehe ich jetzt erst. Jo, neuer Versuch. Okay, jetzt sind wir immer um den Todesberg rumgefahren. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so schnell geht. Dann haben wir hier schon alle Höhlen erkundet, oder wie? Batschok, ja. Ja. Es wurde alles resettet. Die ganze Quest. Yeah. Watch out, ja. So hört sich das an, ne? Pass auf. Okay. Yep. Also da waren wir denn schon. Gut. Dann haben wir doch die Höhlen hier. Ja, wo bist du hingefahren vorhin, Junge?
Du bist wahrscheinlich einmal um den Berg auch rumgefahren und dann wieder ausgestiegen. Am Ende. Ja, so haben wir nicht ganz so viel Schub, glaube ich, wenn das so sei. Also war ja nicht mal so dumm, den so anzubringen, glaube ich. So können wir ein bisschen kontrollierter die Reise fortsetzen. Naja, verdammt. Hol mal zweimal zu, aber zum Glück registriert das Spiel das nicht mehr. Ich glaube, das haben sie gepatcht. Dass er nach dem zweiten Schlag gleich wieder angeht und so, ne? Jetzt hält das Ding wieder nie an. Fährt da, als hätte ich einen Antrieb noch dran. Ja, ich hab eine Idee. Ja, fährt immer weiter. Was soll der Quatsch? Ja, ein bisschen Schwung brauchen wir noch, komm. Gleich wieder ausmachen. Oh Mann, das ist ja echt Präzisionsarbeit, ne? Jo, Trevor. Ja. So, Lore vom Gleis nehmen. Wunderbar. Hätten wir das. Wo ist er denn? Achso. Der schwitzt hier noch. Hä? Achso, kommt durch die Griffen hier. So. Es gibt mir endlich die verdienten Krocksamen. Ja. Yes, na also. Boah, die waren hart verdient. Tschüssi. Jo, wenn wir den anderen noch haben, dann, ne? Oh, da ist ein Hirsch. Also bleibst du zumindest stehen. Bisschen wildbräug. Nee, Dingeskirchen, hilf mir mal. Oh, da ist ein Drache. Mist, rennt weg. Rennt weg, der Hirsch. Scheiße. Zielen kann er auch nicht. Mensch. Ja, da ist auch ein Drache. Okay. Hier ist der nächste Drache. Drache, ahoi. Nein. Nein. Schnell wieder runter. Ah! Wow. Wow. Perfekt. Oh, krass, das Gemüse denn brennt, ne? Geniale Physik. Bis auf die Lorenphysik, die ist ein bisschen tricky, wie gesagt. Das würde ich so nicht unterschreiben, dass das so in der Realität funktioniert. Ich würde erstmal einsammeln, ja? Ah, der ist hinter mir her. Ah, Bäder erwischen am besten, ja. Ja, nur ihn. Oh, der. Boah, der hat doch eine Menge eingesteckt, ey. Oder kann eine Menge einstecken. Das ist ein Lilla, ne? Der ist Lilla. Oh, was haben wir denn hier? Edelwild, yes! Na, aber sind wir trotzdem an unser Edelwild gekommen, obwohl die Jagd nicht funktioniert hat. Was ist das hier? Mach ein Schwert. Wunderbar, das war. Ach, der hat schon ein zusammengebautes Schwert. Ich wollte ich jetzt nicht. Können wir damit ins Feuer rennen eigentlich? Jo, da nehmen wir keinen Schaden denn. Den Bogen brauche ich nicht. Na, besser ist gar kein Bogen, oder? Gut, ich hatte irgendwo in irgendeinem Schrein noch einen Bogen hinterlassen. Und könnte ich jetzt rein theoretisch holen. Ne? Was ist denn das? Ist das doch so ein Stein? Ne? So ein Schreinstein? Wir gucken mal. Gott, so viel. Was mache ich denn mal hier? Nein, das wollte ich nicht. Oh, gut, die Drache muss ich früher später sowieso abernten, wenn ich meine Waffen upgraden möchte. Aber ist ja mehr so für die letzten Upgrades gedacht. So. Ne, das ist nur Erz, wie das aussieht. Aua! Mann!
Mistvieh. Ich brauche mal was Größeres hier, was Gröbschlächtigeres. Ja, ist das hier. Ja, ja, ich das gar nicht bekomme, wa? Mit Yonobo, das ist mir mal nichts. Okay. Ich glaube, das war's hier, wa? Achso, jetzt holen wir nur noch den einen Krog da. Hilfe! Warum schreit er denn Hilfe? Ich hab dich doch gerettet. Hä? Raffi jetzt nicht ganz. Warum schreit er denn immer noch Hilfe? Egal. Wer war da nicht, wa? War irgendwo ein Loch an der Höhle? Nö. Gut, dann holen wir uns den nächsten Krog, den ich da im Augenwinkel gesehen hatte. Na, geh mal. Na, geh, spring doch mal auf hier. Hü! Schon wieder Nacht, ey. Schnell vergeht ja die Zeit hier. Das ist ja nicht normal. War da noch was? Nee. Oh, ja. Noch mehr Ungeheuer. Aha. Boah, jetzt sieht man auch so schlecht. Ich brauche eine Lampe. Ah. Hier war der Lorenbahnhof, aber hier waren wir schon mal drin, genau. Ist abgehakt. Das Gebiet, das ist schön, das abgehakt ist. Ja, ich glaube, alle Höhlen hatte ich jetzt soweit. Genau, war der Schrein. Das hatte, glaube ich, soweit alle Höhlen abgehakt hier. Müssen wir noch den Krog holen, dann war es das, oder? Dann mache ich einfach mal weiter. Obwohl. Genau, in Goronia gab es ja noch mehrere Höhlen und da gibt es vielleicht auch mal das ein oder andere wertvolle Rüstungsteilchen. Die Weichen funktionieren ja einfach nicht. Wo war denn der Krog hier eigentlich? Was ist denn das hier eigentlich? Ist so eine Höhle? Erz ist hier nochmal, ja. Ich möchte erstmal den Krog haben. Jetzt mal. Gut, jetzt die Batterie eh aus. Reicht auch. Ist das da eigentlich ein Ballon? Da schwebt was in der Luft. Was ist das? Eine Waffe. Ihr seid ja schon wieder da. Sehr gut. Au, ah. Oh, werfen tun so nach. Ne, jetzt kannst du mal ausgehen, weil ich glaube, hier kommt gleich der Krog. Ja, und dann lasse ich mich einfach mal ins Tal rollen, ne? Hier war er noch nicht. Doch, der ist da gleich hier. Ha? Jetzt kann ich das Ding wieder abbauen hier. Obwohl, Quatsch. Oh, jetzt kein Lore mehr. Ist jetzt unnötig, hier sind erstmal auch genug. So. Hm? Hm? Ah, ich muss nur reinrennen. Da oben. Diese Trolle, ey. Haha, es konnte trotzdem noch klettern, erstaunlich. Also irgendwie hat er dann noch eine letzte Reserve quasi, ne? Das haben sie auch verändert gegenüber Breath of the Wild. Wenn ich mich nicht irre. Sehr schön. Tschüssi. Tschüss. Ach, der schießt hier. Gut, da geht's nur nach oben. Warum soll ich mit dem kämpfen? Macht das Sinn? Nee. Egal. Geh mal wieder runter. Was ist denn hier eine Brücke eigentlich? Wohin führt sie? Was ist denn das hier eigentlich, hä? Grafikfehler, würde ich sagen. Einfach nur ein Grafikfehler. Gut, dem muss man jetzt keine weitere Bedeutung beimessen. Hier ist unser Freund wieder. Der so ein bisschen ungeschickt ist. Wo fällt das Ding denn hin? Okay, helfen wir ihm noch. Das ist die letzte Amtshandlung der Folge, in der ich jetzt sonst relativ wenig gemacht habe. Bis auf ein paar Krogs zu fangen. Lass mal los. Na ja, toll, jetzt war der Dicke im Weg. Fällt nach vorne schräg, okay. Gut, jetzt wissen wir, wie es fällt. Ja.
Halt nur die Klappe, ey. Ich mach schon. Was deine Aufgabe eigentlich sein sollte. Aber nee. Kriegst du ja nicht hin. Ne? Kriegst du ja nicht hin, Junge. Hm? Ja. Ja, hm. Du auch, hm. Ja, stell dir das Ding erstmal so hin. Das wird nix, gut. Dann mach ich die Holme da drauf. Ja, die kann man relativ, naja, nicht ganz so präzise. Ja, so. So, dass es auch steht, verdammt. Nee. Ja, so. Na, irgendwie so. Ja, gut, der hat ja meine Normalzeit für uns. Wo will er das denn anpacken? Da. Na, ich weiß nicht. Vielleicht reicht das schon. Ich glaub's zwar nicht, aber man weiß ja nie. Nee, nicht schräg. Auf diverse Knochenbrüche kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Na, ob das hält, das fällt zur Seite denn, ne? Ja, nehme ich mal stark an. Na, ich probiere es einfach mal. Ne. Nein! Ach Mann. Eine Sekunde länger. Ich hätte es geschafft. Ich bräuchte noch so einen Heulen, der ein bisschen höher. Den ein bisschen höher setzen kann. Na, jetzt macht er da alles wieder rückgängig. Ach, scheiße. Ne, das Ding stand schon ganz gut. Den Rest kann ich dann ranbauen. Zur Not könnte ich auch eine Lore ranbauen. okay. Ist komisch gefallen irgendwie. Ich habe hier nicht mehr so viele Teile. Na doch, ich habe eine ganz große Teile sogar. Das war ein bisschen übertrieben. Ja, hier oben. Nein, falsch. Obwohl. Nö, so falsch nicht. Ich habe es nur reingesetzt. Ich brauche es ja nicht mal festmachen. Alles kann ich mit dem nicht quatschen wieder. Doch. Jetzt fällt es in die andere Richtung, oder? Wohl. Müsste eigentlich. Kerzen gerade. Super, hat geklappt. Okay. Gott sei Dank. Ja. Dank mir. Aber ich finde, als kleine Motivationsspritze wäre cool gewesen, wenn sich die Belohnungen immer weiter verbessern würden. Ne? Also wenn man mehr Rubine bekäme und so jedes Mal. Weil es ist ja doch irgendwie sehr repetitiv, so ein bisschen. Also, es ist ja immer dieselbe Scheiße, die man von ihm bekommt, in Anführungsstrichen. Pardon. Obwohl, die Mahlzeit kommt mir jetzt besser vor, ne? Das war immer irgendwas mit Reis, aber das kommt mir jetzt ein bisschen... Qualmerling, ja, soweit ihr habt es ja auch immer. Ah, die Rubine wenigstens, ne? Dass die Zahl erhöht wird. Jedes Mal um 10 meinetwegen mehr oder so. Ne? Das wäre, würde ich zum Beispiel machen als Spieledesigner. Ne? Auch wenn ich davon sonst keine Ahnung habe. Respekt an die Leute, die das Spiel designt haben, keine Frage. Aber ja, das wäre so ein kleines Quäntchen, soweit es immer dasselbe ist. Ne? Ist immer dieselbe Aufgabe und da wäre es schon ganz nett gewesen, wenn jetzt ein kleiner Obolus denn abfallen würde. Gut, ich habe nochmal geguckt. Ein bisschen Zeit habe ich noch, also... Soll ja auch nicht ausarten, die Folge, ne? Also 40 Minuten Folgen möchte ich in der Regel vermeiden. Jetzt schaffe ich es wahrscheinlich. Yes! Ah, er ist doch für die Jagd geeignet, unser Freund. Grill, edel und wird gleich gegrillt. Das ist natürlich Hammer, ne? Aber ich glaube, dann kann ich es auch nicht mehr als Ingredienz hier oder als Zutat halt verwenden, ne? Feuerstein hat's hier nur. Danke für nix. Gut, okay. Nutze ich jetzt nochmal. Ja, jetzt nochmal eine Lorenfahrt in Richtung Rampe da. Ne? Dann müssen wir nochmal zurückfahren oder vorwärts fahren. Ich weiß jetzt nicht, was ist jetzt kürzer. Ich glaube, vorwärts fahren lohnt sich. Ja, jetzt halt kein Ventilator hier. Oder? Steht hier irgendwo noch ein Ventilator rum? Nee.
Könntest du mit ihm natürlich anschieben, aber dann schaffe ich es nicht darauf rechtzeitig. Hier war nur Wasser. Ach, die ist schön gelootet. Ah! Oh! Okay, nehmen wir halt die. Ach, hier ist ja auch ein Ventilator, sehe ich gerade. Ja, egal. Nee, ich nehme jetzt eine Rakete, geht schneller. Obwohl. Wartet mal, nee, die nehme ich mit. Die packe ich vorne mit rein. Verbinden. Ach nee, die wird dann aktiviert. Mach die mal lose. Ich glaube, wenn ich sie nur reinlege, wird sie nicht aktiviert. Also so meine Hoffnung. Schade, dass sich Raketen verbrauchen, aber das ist halt, liegt in der Natur der Sache, ne? Ich hoffe mal, wenn nicht verbunden ist, dass ich sie dann einfach transportieren kann. Ohne dass was passiert. Ja, mal sehen. Mal sehen. Habt ihr, glaube ich, noch nie ausprobiert, ne? Es klappt. Dachte schon, ich habe sie aus Versehen jetzt mitberührt, aber nee. Es funktioniert. War ja schon die Schanze, ne? Ah! Ach, verdammt. Ich habe ja nicht bemerkt, wie ich jetzt... das war halt. Och, Mann. Ach, den haben wir schon besiegt, ja. Jetzt haut's den wieder ab, ey. Ja, ich vergesse immer, dass man denn, trotzdem... Ach so, ja, hier sind wir gestartet ursprünglich, genau. Oh, hier die Schanze? Nee. Doch, hier war doch die Schanze, ja. Kurz vorm Ziel, na, ich guck mal, ob wir hier noch... Moment, da oben ist ja eine Lore, ne? Dann brauche ich die nicht nach oben nehmen. Da oben war ja eine. Ob die jetzt einen Antrieb hat? Weil, hier ist ja auch eine Rakete. Ja, alles gut. Hier ist ja alles. Ich könnte also noch die Rakete dann verwenden, um mich noch nach oben zu schießen oder so. Wäre auch möglich. Also mit dem Flugzeug, mit dem Flugapparat. Ach so, der war das. Den hat man geratet. War das nicht der mit dem Blaumann? Ja. Willst du mit deiner Lore fahren? Juno Boss sagt, dass jeder die Loren benutzen kann, wenn er sie braucht. Aber acht auf deine Sicherheit. Wir Goronen kennen uns hier gut aus, aber selbst für uns ist dieses Gelände gefährlich. Gib also gut acht, wenn du hier einen Spaziergang machst. Yay. Oh. Du hast keinen Ventilator dabei. Ne? Hier brauche ich ja sogar die Rakete. Denn, ne? Den schießen wir uns nach unten. Oh, das wird lustig. Weiß zwar noch nicht, wo es hinführt, aber es wird lustig. Oder nehme ich doch lieber einen Ventilator als eine Rakete. Oh, pardon. Hab's benießt. Was auch immer ich benießt habe gerade. Ja, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Ich glaube, wir wären so eh schnell genug. Bei der Rakete, da muss man dann mal damit rechnen, dass man abhebt. Ja, steht so ein bisschen aufgebockt. Ja, das klappt natürlich nicht. Ja. Das wird lustig. Juhu! Haha! Das ist auch so ein Aufwind, ne? Warum auch immer. Aha, jetzt kommen wir wieder ins Dorf. Oder so. Jo. Das wäre. Geht dann automatisch aus. Ist das Dorf, ne? Corona, ja. Hat hier sonst noch jemand Aufgaben für uns? Nö, ne? Nö,
Ich glaube, soweit habe ich alles gemacht. Aber hier waren ja auch noch einige Höhlen zum Erkunden. Aber das werden wir alles beim nächsten Mal machen. Also dann bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Schack. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like. Genau denn da. Bis dann.